Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht und ihr Lust habt auf einen weiteren Adventskalender. Und zwar von NYX Paris. Das ist einmal der 24-Tage-Surprise-Adventskalender. Ich packe ihn in diesem Video gemeinsam mit euch komplett aus. Wir gucken mal rein, ob der sich lohnt von den Produkten her. Und wenn ihr Lust habt, bleibt sehr gerne dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Hey, bevor ich starte, wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Und einmal, um kurz aufzuklären, ich hatte bei dem Pinkbox-Video gesagt, das ist aber heute das letzte Adventskalender-Video, was ich drehe. Also es kommen noch Adventskalender, das war nicht das letzte Video, das war nur das letzte Video an dem Tag, wo ich gedreht habe. Also es kommen noch Adventskalender, ich habe noch einige bestellt, es kommen noch Schmuck-Adventskalender, es kommen noch Food-Adventskalender, das kommt alles noch, ne? Und genau, das ist einmal der NYX Paris Kalender, den habe ich von Pierich, der kostet 84,90 €. Mein Code gilt darauf nicht, aber ich habe jetzt eben gerade gesehen, wenn ihr den bei Pierich bestellt, bekommt ihr ein kleines Öl, dieses Floralöl, gratis mit dazu, ne? Das ist ja auch schon mal was. Auf jeden Fall habe ich das aufs Türchen ausgerechnet, das wären 3,53 € bei 24 Türchen. Ich zeige euch mal, wie der aussieht, das ist ein Wegwerf-Adventskalender, also den kann man leider nicht wiederverwenden, aber ich finde den von innen richtig, richtig schön. Ne? Der ist pink und dann mit dem Gold. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus. NYX ist eine richtig tolle Marke. Die haben ganz tolle Düfte, finde ich. Ich mag dieses Öl gern. Das kann man ja für alles immer verwenden. Und die haben auch tolle Duschgele, schöne Düfte, also schöne Parfums und so. Ja, und vielleicht ist hier auch ein kleiner Duft drin. Das wäre sehr schön. Ich bin mal gespannt. Man kann auf der Website so ein bisschen sehen, was drin ist, aber ich habe mir das nicht genau angeguckt. So, und jetzt würde ich sagen, starten wir auch sofort. Ich lege den Kalender hier einmal vorne hin und stelle die Produkte dann wieder hier drauf, damit ihr die sehen könnt. Wie traurig ihr wart, dass meine Adventskalender-Videos eventuell vorbei sind. Also das habe ich mich vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt. Also es geht noch weiter. Ne? Also bis zum 1. Dezember werden immer wieder noch Adventskalender kommen. Einige haben halt noch nicht ausgeliefert. Ne? Ich habe ja ganz normal als Kunde auch bestellt und es kann sein, dass die dann auch Ende, Mitte November erst kommen. Ja, muss man dann halt einfach schauen. Ich werde euch auf jeden Fall die Videos noch veröffentlichen von den Kalendern, die ich noch bestellt habe. Ich habe auch noch bei Lyko einen ganz interessanten bestellt. Der kommt bestimmt auch die Tage. So, wir starten mit der 1. Innen drin ist auf jeden Fall Plastik, keine Pappe. Und wir starten in der 1 mit einem... Das ist das Öl, was ich eben gesagt habe. Das bekommt ihr dann nochmal gratis mit dazu. Ich spreche den Namen von diesem Öl besser nicht aus. Das ist auf jeden Fall ein Trockenöl für Körper, Haar und Gesicht. Also das könnt ihr überall anwenden und das hat so einen geilen Duft. Ja, ich finde diesen Duft so toll. Es riecht mega. Ich habe dieses Duschgel in klein gerade mit im Schwimmbad und ich liebe das, damit zu duschen. Ja, und das hier ist eine kleine Größe, 10 Milliliter. Jetzt weiß ich gar nicht, ob hier nur die Floralsachen drin sind. Kann ich euch nicht sagen. In der Tür steht immer noch ein bisschen was. Lernen Sie die Kultformel des Öls in Form eines floralen, frischen Duftes kennen. Das ist immer schön, dass Sie nochmal reinschreiben, was das auch ist. Oh, in der 2 ist der Duft drin. Ach, nur in klein. Och, wie schade. Da kommt bestimmt nicht mehr in groß, wenn der in klein drin ist. Das ist das florale Parfum. Und das rieche ich jetzt direkt mal. Wenn das so riecht, wie das Öl riecht, ist nur eine Probe. 1,2 Milliliter für 4. Oh, das riecht so gut. Für 84,90 € schon schade. Aber vielleicht kommt ja noch ein großes. Wer weiß, es riecht ganz genauso wie das Öl. Also das Parfum riecht 1:1 so und es riecht wahnsinnig gut. Das ist schon eine Versuchung wert, sich das in groß zu holen. Ne? 1,2 Milliliter ist so, so klein. Oh Mann. So, die 3. Aber ich denke, wir haben hier eh nur, ist ja eine recht teure Marke, auch nur kleine Produkte drin. In der 3, ich sag euch, durch das Plastik hier, die Sachen gehen so schwer raus. Ich weiß nicht, warum man hier Plastik reinmacht, keine Ahnung. Papa hätte es doch auch getan. So, hier haben wir einmal 30 Milliliter von dem parfümierten Duschgel drin. Das ist das, wovon ich eben geredet habe. Das riecht so fantastisch, wenn ihr damit duscht. Ich bin ein Fan davon. Also wirklich, ich mag es. Ich würde mir das auch sofort nachkaufen, weil das einfach so ein Wellnessduft ist irgendwie. Aber so ein blumiger, sehr angenehmer, sanfter Duft, also sehr, sehr schön, also ein Duschgel. Den kann man auch ganz toll verschenken, den Kalender. Ich glaube, das ist so ein Duft, den jeder mag. In der 4 haben wir das Micellenwasser Very Rose drin. Das ist das 3-in-1 Micellenwasser für Face and Eyes mit Rosenwasser. Ne? Das haben wir hier mit 50 Milliliter drin. Das finde ich eine sehr gute Größe, muss ich ehrlich sagen, so zum Verreisen oder so. Und das duftet halt auch richtig gut, so ein bisschen nach Rose, ne?
Oh ja, das mag ich. Auf jeden Fall, wenn ihr wollt, könnt ihr meinen Link nutzen unten in der Infobox. Damit könnt ihr mich unterstützen. Ich kann zwar euch keinen Code geben, aber ihr könnt mich unterstützen, wenn ihr euch den Kalender kauft. Das ist ein Affiliate-Link und, also nicht mein Code, sondern mein Link. Das ist ein Affiliate-Link und da verdiene ich eine kleine Provision, falls ihr Lust habt. So, hier steht jetzt drin, dieses Micellenreinigungswasser mit Rosenblütenwasser befreit die Haut sanft von Make-up, reinigt sie gründlich. Gesicht und Augen ohne Abwaschen. Das ist schön, dass hier immer noch mal eine Erklärung drin ist. Finde ich auch ein gutes Türchen, muss ich sagen, gefällt mir. So, die 5 ist halt auch, das ist eine gute Größe, ne? Also ist halt jetzt nicht so ein Mini-Teil. Oh, was haben wir denn hier? Hier ist eine Tagescreme, eine Glow Boosting Creme drin, eine Gelcreme. Sehr interessant und zwar soll die erste Zeichen der Hautalterung beseitigen. Das ist für normale bis ölige Haut. Die multikorrigierende Gelcreme für einen strahlenden Turf. Die ersten Zeichen der Hautalterung werden normalisiert. Das ist schön, das sind 15 Milliliter. Das werde ich super gerne mal testen. Also hier freue ich mich auch tatsächlich, das ganze Sortiment mal komplett auszutesten. Da bin ich sehr neugierig drauf. Türchen Nummer 6, der Nikolaus. Ich glaube, Nikolaus, ob das hier berücksichtigt wird, weiß ich nicht. Jetzt wäre es schön, ein kleines Parfum, vielleicht 10 Milliliter. Oder es wäre schön, ah, ich weiß nicht, wir machen mal auf. Hier ist was drin, was ich noch nicht gesehen habe. Aquabella. Und zwar haben wir hier ein Micro Exfoliating Purifying Gel. Also das ist nichts Besonderes für die 6. Das ist einfach ein Micro Peeling Gel zur täglichen Reinigung. Entfernt Talgüberschüsse, verfeinert Hautunebenheiten. Für Mischhaut ist das geeignet. 15 Milliliter, aber gut, um das auch mal auszutesten. Ja, ist aber jetzt nichts Krasses in der 6. Wir machen weiter mit Türchen Nummer 7. Geht übrigens ganz easy auf der Karte. Aber eben halt, die Sachen gehen schwer raus. Aber dafür sitzen sie gut hier drin und kommen heil bei einem an. Hier haben wir einmal die Creme Fresh drin. Moisturizing Plumping Cream, 48 Stunden. Das ist ja sehr interessant. Eine Volumen- und Feuchtigkeitsspendende Creme. Das hört sich sehr, sehr gut an. 15 Milliliter. Also hier muss ich sagen, da bin ich sehr angetan, auch die Gesichtspflege mal auszutesten. Also da, ich will jetzt ein bisschen vorsichtiger sein mit Gesichtspflege. Nicht alles immer gerade testen. Vor allen Dingen von Marken, wo ich jetzt nicht so viel von gehört habe. Aber das hier interessiert mich und die soll ja auch sehr gut sein. So, die 8. In der 8 haben wir auch eine 15 Milliliter Tube drin und zwar sieht die so aus. Das ist die Nuxirans Gold Nutri Fortifying Ölcreme. Okay, das ist sehr interessant. So eine Ölcreme mag ich. Also sowas liebe ich. Das fühlt sich einfach immer schön an. Die ist auch für trockene Haut ist die geeignet, weil die halt eben Öle mit drin hat. Eine kräftigende Ölcreme. Anti-Aging Intensivpflege für beanspruchte Haut. Nummer 9 hat, oh, das ist spannend. Nummer 9 hat noch eine Dusche drin und zwar von diesem Duft, den ich noch nicht kenne. Das ist der Neroli-Duft und der soll so ein bisschen relaxed sein. Den mache ich jetzt direkt mal auf. Da schnuppere ich mal dran an dem Duschgel, weil das interessiert mich brennend. Ich habe davon noch nichts probiert. Und der Duft soll auch gut sein. Mhm. Also das ist wirklich so ein... Das riecht nach Wellness. So ein bisschen... Also es riecht nach Neroli halt. Ne? Es riecht wirklich gut. Es riecht entspannend vor allen Dingen. Und da freue ich mich auch, das auszutesten. Belebt alle Hauttypen. Sind auch übrigens 30 Milliliter. Ist eine gute Mischung bis jetzt so von allem drin, oder? In der 10... Oh, was haben wir denn hier? Entdecken Sie das... Rich, sehr trockene Haut. Hier ist das Öl drin in der Rich-Variante. Das habe ich tatsächlich noch nie getestet. Ich denke, das ist kein Trockenöl dann, sondern ich gebe mir mal so einen Tropfen drauf, sondern das ist wirklich ein nährendes, sehr, wie soll ich sagen, reichhaltiges Öl. Ich habe mir mal ein bisschen genommen. Man merkt auch direkt den Unterschied zu dem von, also es ist nicht zu schwer, aber es fühlt sich auf jeden Fall reichhaltiger an. Und das hat auch diesen typischen Duft, diesen typischen Nyx. Paris Duft, das riecht sehr, sehr gut, kann ich euch nur sagen und es fühlt sich auch sehr reichhaltig und gut an. Sorry, mein Nachbar ist da hinten wieder am Mähen, wenn ihr irgendwas Lautes hört, das ist der Nachbar. In der 11 haben wir ein Lippenbalsam drin, das ist ja auch mega und zwar mit Honig und Sonnenblumen. Ja, ich habe davon eine Lippenpflege in so einem Tiegel und das ist so eine Honigpflege, liebe ich, finde ich total geil. Und das ist eben ein Lippenpflegestift für unterwegs. Sehr schön. Kann man dann auch mal in die Handtasche tun. Würde ich auch super gerne mal ausprobieren. Wir kommen jetzt zu Türchen Nummer 12, die Halbzeit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Kalender bisher findet. Hier haben wir einmal, ah ja, das ist das
Ich spreche das nicht aus. Ich blende euch das ein. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Irgendwie französisch mit Honig und... Also das ist quasi so ein sehr reichhaltiges Cleansing Gel. Genau, für Gesicht und für Körper. Ein rückfettendes Reinigungsgel. Und das, ich hatte das schon mal gehabt, meine ich. Mit Honig und Sonnenblume ist das. Das ist sehr gelig und klitschig, aber so... Ein bisschen wie Honig auch, ne? Also ich glaube, das ist ganz gut. 30 Milliliter. In der 13 ist eine Hand- und Nagelcreme drin. Ui, da bin ich gespannt. Das teste ich doch direkt mal aus. Nährend, schützend für trockene Hände. Wir testen das mal. 15 Milliliter sind das. Und wenn die auch so gut riechen. Oh ja, ich glaube, die riecht auch gut. Dann ist es doch schön, wenn die auch gut einzieht. Ja, die riecht gut. Bisschen mit dem Öl noch gemischt, aber die riecht gut und fühlt sich sehr, sehr pflegend an. Fühlt sich richtig gut an. Das sind 15 Milliliter, ist auch ideal für die Handtasche. So, ne? Fühlt sich auf jeden Fall super an. Hier ist auch schon wieder aus derselben Reihe was drin. Ein Face Cleansing and Makeup Removing Gel. Also das sind nur 15 Milliliter und das ist aus derselben Reihe hier. Und mit dem Honig. Und damit soll man, das ist für trockene und sensible Haut geeignet, Make-up runternehmen können. Für empfindliche Haut, genau. Ist auch spannend, werde ich auch mal testen. Ist jetzt echt schön, also so, dass man halt auch ein bisschen was mal austesten kann. In der 15 ist nochmal was aus dieser Reihe drin und zwar Ultra Comforting Face Balm. Also das ist dasselbe nochmal als Gesichtsbalsam, beruhigender Gesichtsbalsam für trockene und empfindliche Haut. Also das ist eher dann halt so wirklich für trockene Haut geeignet. Was ich persönlich schön finden würde, das werden wir hier aber nicht finden, dieses Serum, was die haben. Ich habe mir das Serum ja gekauft, das rote. Ich finde das fantastisch, das riecht so gut und das pflegt die Haut so schön, dass wenn das hier drin wäre, wenigstens in einer kleineren Größe, das fände ich mega. So, wir sind bei der 16 angekommen. Ich suche die Tür gerade, wo ist sie denn? 3 in 1 Creme Fresh ist hier nochmal drin. Das ist eine 48 Stunden Moisturizing Creme, feuchtigkeitsspendende Creme, Volumenspende Creme, Augen, Gesicht und Hauttypen. Also das ist eine Feuchtigkeitscreme und Reinigungsmilch in einem. Kann man vielleicht auch als Maske anwenden, keine Ahnung warum das. Ach, Plumping Mask, Make-up Remover und Moisturizing Milk. Genau. 3 in 1, 15 Milliliter. Ist auch gut, ist auch in Ordnung. So, die 17. Jetzt will ich nochmal was anderes. In der 17 haben wir auch was anderes drin. Und zwar haben wir hier ein Körperpeeling. Das ist das mit grünem Tee. Das ist auch wieder eine andere Sorte. Ein belebendes Granita-Peeling. Peelt, glättet, belebt alle Hauttypen mit Grüntee-Extrakt. Da freue ich mich. Sind 30 Milliliter. Tatsächlich auch nochmal was anderes. Das ist wirklich gut. Wir kommen schon zur 18. Ich möchte, dass dieser Kalender nicht aufhört, weil ich finde die Sachen sehr spannend. Ah, hier ist was Geiles drin. Die habe ich gerade in meiner Schwimmbadtasche und finde die sehr, sehr gut. Das ist die La Creme Poudre. Das ist eine Firming Powdery Cream, die Falten korrigieren soll, für normale bis ölige Haut. Und die ist so schön auf dem Gesicht. Das ist eine ganz, ganz tolle Creme. 15 Milliliter, es reicht auch wirklich. Also ich habe die jetzt schon jedes Mal beim Schwimmen benutzt und die wird nicht leer. Also die ist echt ganz gut so von der Größe, um das mal zu testen. Finde ich gut, dass die mit drin ist, weil, wie gesagt, die kenne ich schon und finde die gut. Und ja, die 19. In der 19 ist dasselbe nochmal drin und zwar eine... Concentrated Night Creme, also dasselbe nochmal für die Nacht. Das ist auch schön, 15 Milliliter. Mir wirklich von jeder Reihe so ein bisschen was auch reingepackt. Super, um die Marke mal kennenzulernen, denke ich. Wir sind schon bei der 20 angekommen, leider. Ah ja, in der 20 haben wir das Originalöl drin. Das ist einmal das ganz normale Original Trockenöl in 10 Milliliter. Und ja, genau, gibt es nicht viel zu sagen. Das riecht sehr gut. Ich habe das Originale in ganz groß im Bad stehen und benutze das halt wirklich nach dem Duschen oder so. Wie ich Lust habe, ich benutze das für alles Mögliche auch. Und das ist immer schön zu haben. Die 21, ganz klein. Da könnte nochmal ein Duft drin sein. Oh ja, tatsächlich. Der Kultduft... Mit sonnlich-sinnlicher Note. Bin ich gespannt. Umso weniger glaube ich, dass wir hier einen großen Duft drin haben. Das ist ganz normal. Das ganz normale, also der ganz normale Duft vom Parfum. Nicht dieser Flower. Auch gerade mal sprühen. Die wollen doch nur, dass ich mir den Duft kaufe. Ah ja, das riecht auch sehr angenehm. Das riecht so cremig.
edel irgendwie. Also ich weiß nicht, diese Düfte sind schon was Besonderes. Man riecht einfach, man riecht teuer irgendwie. Man riecht gut, ich kann euch das nicht sagen, es riecht wahnsinnig schön. In der 22 ist nochmal eine Dusche drin, glaube ich. Und zwar eine, genau, das ist von dem Originalduft einmal die Dusche. Passend dazu zu dem Öl eben, parfümiertes Duschöl reinigt, pflegt die Haut für alle Hauttypen mit goldenen, schimmernden Perlmuttpartikeln. Sehr schön. Sind auch 30 Milliliter übrigens. Wir sind schon bei der 23. Und hier ist die passende Body Lotion dafür. Okay, das ist natürlich auch sehr schön. Die habe ich auch noch nie probiert. Da freue ich mich auch, die auszutesten. Die hat auch Schimmerpartikel mit drin, steht hier irgendwas, mit wertvollen Pflanzenölen, unwiderstehlicher Duft und sinnlich zart schmelzende Textur. Hier steht nichts von Schimmerpartikel, also ich denke, hier ist das dann nicht drin. In der Bodylotion sind auch 30 Milliliter. Okay, so, Endspurt. 24, was denkt ihr denn, was da drin ist? Ich glaube, da ist nochmal ein Öl drin oder so, hä? Nee, Öle hatten wir jetzt genug. Ich mach's mal auf. Doch! Ah, wie konnte ich das vergessen? Hier ist das Schimmeröl drin. Natürlich, es gibt ja noch das Schimmeröl. Das habe ich übrigens auch im Bad stehen und mag das super gerne. Das ja, braucht sich halt schnell auf, diese 10 Milliliter. Das ist einmal dasselbe Öl, nur mit dem Goldschimmer. Das sieht ganz, ganz schön aus, wenn man das aufträgt. Ich kann euch das ja mal auf der Hand zeigen. Aber irgendwie enttäuschend. Ich habe gedacht, es ist vielleicht nochmal das Serum oder so drin. Also die 24 ist irgendwie ein bisschen enttäuschend, aber das ist halt auch ein sehr schönes Produkt mit dem Schimmer eben. Also man sieht es nur so ein bisschen, es reflektiert halt. Es hat so einen ganz leichten, wirklich schönen Schimmer mit drin, aber das sieht man im Endeffekt auf der Haut nicht so richtig. Es wirkt sich halt einfach so aus, dass man halt ja ein ultra schön glänzende Haut hat. Da wirkt sich das aus. Es ist aber nicht fettig oder so, sondern es ist einfach so ein kleines bisschen ölig, aber nicht schwer. Ja, einmal die 24. Ihr Lieben, das war einmal der NYX Paris Adventskalender 2023. Was sagt ihr denn zum Inhalt? Ich bin wirklich gespannt, was ihr sagt. Also meine Meinung, ihr habt es ja schon im Video gemerkt, ich finde den schön. Ich finde den wirklich gut. Wenn man NYX Paris Fan ist, hat man hier auf jeden Fall von allem ein bisschen was. Ich finde es schade, dass kein Serum mit drin ist. Dieses Serumöl, was ich habe, das ist so geil. Das hätten sie in die 24 mal reinknallen müssen. Das wäre der Hammer gewesen. Aber ist auch klar, bei dem Preis, dass das halt nicht möglich ist. Ich glaube, das Serum kostet schon 40 Euro oder so. Das kann man ja auch nicht machen. Ne? Aber eine Probe oder so wäre schön gewesen. Also eine kleinere Größe, sage ich mal, eine Testgröße. Wir haben aber 4 Öle drin, was ich schön finde. Alle 4 Öle, die sie haben, haben sie hier reingepackt. Das finde ich sehr gut. Wir haben aus jeder Reihe so ein bisschen was. Wir haben Duschgele, haben wir 1, 2, 3, 4 Duschgele, finde ich sehr schön. Wir haben den Micellenreiniger, wir haben diesen Booster. Wir haben hier diese Honigreihe, ne? Dann haben wir diese Lifting-Reihe, was ich sehr schön finde, dass die da zweimal, also Tag und Nacht, reingemacht haben. Die Duschgele feiere ich auch total. Wie gesagt, für mich sind die sehr nützlich fürs Schwimmbad. Ich liebe es danach zu riechen. Und was ich schön finde auch, also ich finde es schon schön, dass sie 2 Parfümpröbchen reingepackt haben, dass man die Düfte halt auch mal duften kann. Die riechen schon sehr, sehr gut. Ja, aber ich finde es ein bisschen klein. Also eine 5 Milliliter Miniatur wäre fein gewesen. Das wäre fein gewesen. Aber ist halt so, ne? Ich sehe das als Füllprodukte und als Produkt, was zum, also zum Full-Size-Produkt kaufen, anregen soll. So, dafür sind ja auch Adventskalender da, dass man mal ein bisschen was probieren kann und kann dann abschätzen, ist die Marke was für mich? Kann ich mir davon Full-Size-Sachen kaufen? Und ich persönlich kann euch nur sagen, ich würde mir von jedem Produkt, was ich bis jetzt von NYX probiert habe, Full-Size kaufen, weil ich die einfach super finde. Jetzt auch, ich habe die Hände, ich habe das so ein bisschen eingeölt, ich habe mir meine Hände nicht gewaschen. Das fühlt sich schön an mit der Creme und mit dem Öl. Also ich kann selbst jetzt auch, wenn ich mein Handy anpacke und so, gibt zwar Datsche, aber es fühlt sich schön an, es fühlt sich nicht so schmierig an. Ich habe auf jeden Fall ein gutes Gefühl und ja, also ich finde den Kalender schön, ich finde den Inhalt gut. Ob sich das für 84,90 Euro lohnt, muss jeder für sich entscheiden, ob man mit den Produkten dann im Endeffekt was anfangen kann. Es ist viel Gesichtspflege mit dabei und da muss man halt gucken, also wir haben hier, Gesichtspflege ist schon ein bisschen was. Ne? Da haben wir, ich will gerade mal so zusammenfassen, Gesichtspflege, Gesichtsreinigung, ja.
Ständerbello lassen wir mal außen vor. Anti-Aging, Ölcreme. Also wir haben 2, 4, 6, 8, 10 Mal Gesichtspflege drin. Das finde ich schon viel und finde ich auch gut. Ne? Da kommt man dann auch ein bisschen mit hin, da kann man mal testen. Ist halt für unterschiedliche Hauttypen, muss halt jeder für sich mal wissen. Ich denke aber, für eine trockene Haut ist das auf jeden Fall sehr reizvoll, dieser Kalender. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Kalender findet. Ich würde mich jetzt verabschieden. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal. Baby, this year, it's just gonna be you and me. Hey, by the